Ich ja, habe genau, ja gelesen, Schwangere sollen jeden Tag Sex haben, damit das Kind was zu essen hat. Oh mein Gott. So sieht das aus auf deinem Platz. Alter. Das ist echt nervig, das Fenster hier. Das ist voll, voll dumm, hell. Oder? So, hallo liebe Leute, wir sind Brennpunkt Internet und wir haben heute mal die Sitzpositionen getauscht. Wie hast du das ausgehalten? Das ist schlimm, oder? Hier ist halt nicht mal eine Gardine. Nee. Das ist echt übelst abartig. Altbau halt, ne? Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt schon wieder zu spät. Das ist irgendwie so eine Tradition, die sich hier gerade einschleicht. Aber heute, ach, liebe Leute, hallo übrigens, wir sind Brennpunkt Internet. Tino Ranacher, Robin Osarafu, ein saftiges Hallo aus dem Internet, aus der Datenautobahn. Ich kann nicht mal unsere eigenen Introsprüche, ist mir auch scheißegal. Ich habe nämlich mich zu beschweren. Was ist eigentlich heute? Was ist denn los? Meine Fresse, ey, ohne Spaß, ne? Was zur Hölle ist mit meinem Fahrrad los? Der Reifen hinten, erstmal, ich hatte diese Tortur mit dem Reifen vorne, davor, so ein paar Monate her, ne? Ja. Dass ich immer so alle 3 Tage musste ich aufpumpen. So ganz langsam ist die Luft entwichen, aber es war kein Loch, weil jetzt ist der Vorderreifen einwandfrei. Ich habe den jetzt seit einem Monat oder so nicht mehr aufgepumpt. Einwandfrei. Jetzt habe ich dasselbe Problem hinten. Und es war jetzt immer so, dass es schneller ging, nämlich an einem Tag hat gereicht, manchmal sogar, das ist schlimm mit dem Licht hinter mir. Ja. Ja, wir können auch wieder tauschen, nein, wenn nein, das gar alles, nicht aushält. Alles gut, das muss ich durchhalten. Nicht, dass deine Brille hier wie eine Lupe und weißt du hast dann keine Netzhaut mehr. Ja, aber nach 20 Folgen, die du hier saßt, kann ich auch mal hier sitzen. Das stimmt. Schon in Ordnung. Deine Netzhaut ist aber wichtig, denn wir berichten ja eigentlich aus den Geschehnissen aus dem Internet. Richtig. Aber jetzt muss ich erst nochmal kurz mein Rant hier abschließen. Gut. Auf jeden Fall fängt jetzt das Hinterrad plötzlich an, diese Macken zu haben, dass ich einmal am Tag aufpumpen muss. Aber jetzt die letzten 3 Tage musste ich nicht aufpumpen und dachte, ach okay, jetzt hat sich das Problem auch gelöst. Wahrscheinlich einfach saß das Ventil immer nicht richtig drauf oder sowas. Ja. Ne? Und da dachte ich, oh geil, endlich wieder beide Reifen, voll einsatzbereit. Zack, Reifen übelst platt, als ich vorhin aus der Tür gehen wollte. Zu allem Überfluss musste ich dann erstmal hier ne Pumpgerät besorgen und so, bin ich hin, fange so an mit Pumpen, auf einmal pff, fliegt mir dieses Ding, also die Verbindung von dem Pumpschlauch zu dem Ding, was dann da letztendlich dran ist, fliegt einfach ab. Quasi ist meine Luftpumpe im Arsch. Ich muss erstmal die Luftpumpe reparieren, um mein Fahrrad zu reparieren. Mit Mund aufblasen einfach. Währenddessen höre ich die ganze Zeit aber super Troop, bin übelst angefressen, weil die Scheiße auch noch übelst kalt ist da draußen. Deswegen muss ich mich heute was Langärmliches anziehen. Ich kotze, ich habe keinen Bock auf Winter. Und dann ja, sind neue Leute bei uns eingezogen und die haben immer so einen scheiß Kinderwagen draußen stehen. So, und der steht halt neben meinem Fahrrad heute. So, und ich pump so, ne, endlich die Scheiße repariert und denke so, jetzt geht's los. Und komm an diesen Kinderwagen ran und da ist so eine, wo es zum Keller runtergeht, ist so eine leichte. Und dieser fucking Kinderwagen rollt diesen Weg da runter zum Keller, die Treppe runter. Und ich denke so, nee, Alter, das kann nicht wahr sein. So. Und letztendlich habe ich 3 Minuten gebraucht, tatsächliche Fahrzeit hierher. Das ist neuer Rekord. Also ich habe mich so beeilt, damit ich hier noch für die Leute im Internet und am Radioempfangsbolzen zur Stelle sein kann. Was für ein Krimi. Was für ein Krimi. Also ich dachte so, oh, es ist schon 10 vor, ich gehe mal nicht nochmal zu Rewe, ich gehe zum Biomarkt, der auf dem Weg ist, hol mir da eine Kollemate quasi. Es gibt noch andere Marten, ja, von Mio und so. Und dachte mir, komm, vielleicht kommt der Hoppel mal pünktlich heute, dann will ich nicht der Unpünktliche sein. Aber macht er nicht. Wir haben ja den Puffer eingeplant, zeitlich. Ich plane jeden Tag für mich einen Puffer ein. Ich bin ja eh nur ich, von daher ist es ja alles in Ordnung. Nee, Alter, das nächste Mal bin ich einfach drei Viertel schon da. Tja, so, ich laufe immer. Du? Ja, da kann mir ja, kein Platz passieren. Ist richtig, aber du bist ja auch dumm. Diesen weiten Weg zu laufen, ich hasse Laufen. Das ist richtig. Muss ich jetzt ehrlich mal sagen, ich hasse Laufen. Ey. Das ist so, auch wenn ich irgendwo hingehen muss, um dann von dort wieder zurückzugehen, denselben Weg. Ich hasse das so sehr. Ey. Das ist doch toll, so Musik zu hören, so zu laufen, ja, zu entspannen. Ja, das kann ich beim Fahrradfahren auch. Aber das ist so Zeitverschwendung. Nee, letztens habe ich fast gesehen, wie jemand umgefahren fast worden gesehen. Ist. Also ich habe gesehen, wie jemand ich fast... Ich habe es eigentlich nur gehört, aber... Wie jemand fast umgefahren wurde, als diese Person Fahrrad fuhr und Musik gehört hat. An der Kreuzung da klingt vorne. Nach mir, ja. Ich dachte so, fuck. Deswegen, wenn ich Fahrrad fahre, dann höre ich keine Musik. Aber ich fahre eh nie Fahrrad und deswegen laufe ich ganz gerne. Ich glaube, du kannst mal dein Ding noch ein bisschen lauter machen. Ich bin ein bisschen entfernt vom Mikrofon. Ja, so, wundervoll. Jetzt bin ich näher dran. Liebe Leute, eigentlich sind wir doch Brennpunkt Internet und berichten, richtig, was so in letzter Zeit
das Internet wirklich in Atem gehalten hat. Ich würde ganz kurz am Anfang die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg abhaken. Ganz kurz nur mal über Rechte reden. Nein, es war wir hatten ja geschätzt, darum geht es mir ja, dass du gesagt hast, stimmt, 21, ja. Ich habe gesagt 25. Alter, wo nimmst du diese 21 her? 23,5 echt? Hatte ich gesagt, aber ich weiß, falsch notiert. Auch selbst das war sehr optimistisch. Und es waren tatsächlich 27% 27,5 sogar, oder? Ich glaube. Sowas, ja. Mhm. Ja, sein. Großartig. Die AfD ist gut vertreten. Apropos treten und schlagen. Du hast im Zuge dessen, vielleicht unrelated, aber du hast ein Video gepostet, wie ein Nazi geschlagen wurde. Also eine Person mit einer Hakenkreuzbinde. Ja. Das ist nur so ein ganz kurzes, wirklich 2 Sekunden Video und der wird halt direkt ins Gesicht geschlagen. Du hast quasi Gewalt verherrlicht. Und ich frage mich ja, im Zuge der Sachsenwahl und vielleicht auch ein bisschen Brandenburg, ja. Also ihr habt jetzt so die letzten 5 Jahre gesagt, hier die Leute da in Sachsen, das sind alles dumme Nazis und seid doch mal nicht so dumm und seid doch mal keine Nazis. Vielleicht hat dieser Weg nicht so gut funktioniert und man schlägt jetzt eventuell mal einen anderen ein. Richtig, einschlagen. Nein. Nein, ich hab über dieses Video viel nachgedacht. Ich habe das ja schon vor Tagen gesehen, dachte mir, kann ich das teilen, kann ich es nicht teilen. Mhm. Und ich dachte mir, Alter, was siehst du auf diesem Video? Du siehst einen Menschen mit einer Hakenkreuzbinde. Er ist kein AfD-Wähler, er ist nicht von der CSU. Nein, er hat eine Hakenkreuzbinde um. Er ist eine kleine Hanswurst, hat noch so eine Lederjacke, eine Bomberjacke. Mhm. Und er blickt vor sich eine größere Person, die offenbar nicht ganz so rein in weißem Blutes ist und die ihm entgegenkommt. Was macht er? Stopp. Was passiert? Der Große haut ihm voll in die Fresse. Und ich dachte mir, okay, was machen denn Nazis eigentlich? Was machen denn Menschen mit diesem Hakenkreuz eigentlich? Das waren Leute, die ohne zu fragen Gewalt angewandt haben, die Menschen erschossen haben, vergast haben und die auch nicht nachgefragt haben. Und wenn Jude gesagt hätte, halt, stopp, jetzt reden wir mal, hätten die Nazis gesagt, nö, hier Kugel in den Kopf. Deswegen dachte ich mir, wenn er so eine Hakenkreuzbinde trägt von Nazis, wir reden nicht von der AfD, ja, wir reden von Neonazis, dann finde ich es durchaus angemessen, ihm einen auf die Fresse zu hauen. Lieber Tino, wenn wir jetzt aber dieses Szenario einen Schritt weiter denken, ja. Denkst du, dass diese Person mit der Hakenkreuzbinde nach diesem Geschehnis ihre Haltung überdenken wird? Wahrscheinlich eher nicht. Darum geht's mir ja nicht. Die wird sich eher bestätigt fühlen, dieser, was weiß ich, ob es jetzt Ausländer war oder nicht, der hat mir auf die Schnauze gehauen, weil ich meine Meinung vertrete, in seinem Weltbild. Wenn wir noch einen Schritt zur Seite gehen und nochmal einen Schritt nach vorne gehen, ja, dann denke ich ja eigentlich, dass die Person mal merken muss, krass, ich krieg so viel krassen Widerstand, ja, was ist denn gerade passiert? Ich habe einen auf die Schnauze bekommen, ich finde Gewalt voll, oh, Gewalt ist schlecht, Hakenkreuz, Gewalt, oh, ich bin kein Nazi mehr. Nee, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Man muss ja verstehen, wo die herkommen. Und ich glaube, dass das ist alles so eine Mentalität, die durch Gegenwind nur befeuert wird. Ja, du fragst dich, wo die herkommen, wie ein Nazi. Du denkst schon wie sie. Ich bin völlig indoktriniert. Nein, aber come on. Also den Punkt musst du ja vielleicht so ein bisschen nachvollziehen können. Der hat ein Hakenkreuzarmband an, also so eine Binde. Das ist alles nicht in Ordnung. Aber wenn man ihm vielleicht, guck doch mal, wenn man ihn durch jedes Konzentrationslager der Welt führt oder auch nur durch Deutschland oder auch nur durch eins und ihm vielleicht Filme zeigt, wie da Menschen leiden und so. Der kennt die Filme doch, findet das noch geil. Na, weiß ich nicht. Doch. Wenn er es geil findet, dann ist er ein Fall für die... Für die Faust. Nein, für eine Klinik oder so. Weil wenn man Gewalt in so einer Form geil findet, dann sollte man sich vielleicht mal untersuchen lassen. Denkst du, Rechtspopulismus oder rechtes Gedankengut ist eine Krankheit, eine Erkrankung? Genau das habe ich gesagt. Also Aktion T4 Reloaded, nur umgekehrt. Diesmal kommen die nach... Nein. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich muss sagen, da ist ein Typ, der hat eine Hakenkreuzbinde oben. Das ist für mich einfach... Ich will ja jetzt auch nicht den Bernd Höck auf die Schnauze hauen, aber wenn ich jemand mit Hakenkreuzbinde sehe und wir wissen noch, was das bedeutet, so... Also ich kann dazu nur sagen, geht mal auf mein Instagram-Profil, scrollt mal ganz runter, so einer von den ersten 5 Posts oder so. Da standen mir 3 Japaner gegenüber in voller NS-Montur und hatten auch eine Hakenkreuzbinde. Und sogar hier so ein Hakenkreuz auf ihrer Manschette. Ich glaube nicht, dass der Typ in dem Video, was ich geteilt habe, irgendwie zum Fasching war oder so. Das war ein Faschist. Hätte ich die dann auch auf die Schnauze hauen sollen. Nein, das sind Asiaten, die machen das, auch, weil die es lustig finden. Die haben vielleicht er ja auch. Die haben ein anderes Verhältnis zur NS-Zeit. Nein, ich finde das doch auch nicht gut, wenn man, ja, also, ach komm. Es gibt doch auch Comics von, wer war das denn? Hitman oder keine Ahnung, wo der gegen Nazis kämpft oder Batman auch gegen Nazis kämpft. Ja. Und ich denke mir, was ist passiert? Warum ist es nicht mehr gut, gegen Nazis zu kämpfen so? Es ist doch gut. Es geht ja um Nazis. Ja, es ist doch gut. Es ist doch übelst gesellschaftlich...
Also diese 27% in Sachsen sind halt auch nur in Sachsen 27%. Aber das ist halt gar nicht so eine große Masse, wie es vielleicht sich anfühlt für dich, weil du dich in deiner Blase befindest. Ich will auch nicht, dass die Pegida-Oma, die du mal gerne rausholst, dass die nicht die Schnauze bekommt. Meine Pegida-Oma, die hole ich nie wieder raus. Die bleibt schön in meinem Keller. Ich rede ja nur von diesem Typen, der eine Hakenkreuzbinde trug. So. Ja, finde ich nicht gut. Kann ich auch nicht gut heißen. Aber ich glaube nicht, dass er seine Hakenkreuzbinde abnimmt, wenn man ihm, oder wenn erst recht ein Ausländer, ihm auf die Schnauze haut. Das werden wir sehen. Wissen wir es? Okay, wir wollten nur mal ganz kurz über die Sachsenwahl reden. Ne? Im Zuge dessen können und wir vielleicht noch... Und du hast den Bogen geschlagen, ja? Von AfD zu dem Hakenkreuz. Ich wollte darüber reden. Weißt du, da gehe ich einmal in der Woche auf Facebook und sehe, ach, der Tino, der findet Gewalt wieder cool. So kennt man ihn. Ich habe nicht geschrieben, oh geil, auf die Schnauze. Ich habe nur geschrieben... Ja, so sollte man mit Nazis reden oder so. Nee, wie man auf Nazis zugeht oder so, ja. Ja. Ja, du bist ja auch so ein kleiner Spitzbub, muss man sagen. Schreibt uns in die Kommentare, Leute. Wie findet ihr, wenn Nazis geboxt werden? Wir reden von Nazis. Wir reden nicht von Oma Pegida. Richtig, wir reden von Menschen, die Hakenkreuzbinden tragen und Hitler verehren. Die Genozid gut finden und Juden ausrotten wollen. Hm. Von denen rede ich. Ich finde, die sollten, wenn dann, ins Gefängnis, denn das ist ein verfassungsfeindliches Symbol. Das kann man einfach zur Anzeige bringen oder die Polizei rufen und dann wird das geregelt. Den Rechtsstaat. Ich glaube, das Video ist in den USA entstanden. Und nicht durch Selbstjustiz. Nein, ich glaube, in den USA ist es wahrscheinlich nicht mal verboten, mit dem Hakenkreuz rumzulaufen. Richtig, eben darum. Aber vielleicht hat der, also wenn es wirklich Amerika war, vielleicht war es dann wirklich auch ein Joke. Glaube ich nicht. Naja, also ich kenne die Hintergründe nicht, kann aber im Zuge dessen vielleicht noch Frankenstein anfügen, hast du das mitbekommen? Ja, genau, AfD und CDU. Dann können wir vielleicht langsam ein bisschen von diesem Thema wegschlawenzeln. Ah ja, geht ja schon in die Richtung vom Frankenstein-Monster, CDU, AfD. Also soweit ich das mitbekommen hatte, gab es eigentlich ein Koalitionsverbot. CDU und AfD sollte nicht passieren und richtig. In Frankenstein gibt es jetzt... Ich habe auch nicht gewusst, dass wir ein fucking eine Stadt haben, die Frankenstein heißt. Wusste ich auch nicht. Ist ja echt witzig. Ja. Ich habe nur auf Twitter gesehen, wieder Hashtag Frankenstein ganz groß. Und ich dachte, hey, was ist denn jetzt? Und so eine Karikatur, wo sie so ein Frankenstein-Monster haben, so aus AfD und CDU zusammengekleistert, so ein Monster. Ja, geil klingt das nicht, auch im Zuge dessen, was eigentlich unser Hauptthema diese Woche sein sollte, nämlich das CSU-Video. Ja. Also ich glaube, das hat so in der vergangenen Woche echt am meisten Wellen geschlagen. Da kommen wir aber gleich zu, denn vielleicht würde ich noch ganz kurz dieses böse Onkels-Ding, was du mir privat geschickt hast. Ja, Ich fange schon wieder an, Stifte runterzuschmeißen. Ich muss ja auch sagen, man kann nichts für die Fans, die man hat. Nicht unbedingt, ja. Nicht, klar, gibt es schon, doch, es gibt schon so ein bisschen so einen Spiegel irgendwie, was du für Musik machst, ja. Irgendwie schon. Aber so einzelne Spinner wie jetzt bei dem Werner-Konzert, wir müssen es kurz erklären. Also, ja, du hast mir einen Link geschickt. Genau. Und zwar gab wir haben halt echt so in den ersten 10 Minuten des allerersten Podcasts haben wir da schon über die Onkels geredet. Die ziehen sich ja echt so durch. Das zieht sich durch. Ja. Und es gab das große Werner-Festival von den großen Werner-Filmen. Von Prösel. Das hat echt mit dem Werner zu tun. Genau, ich habe das nur gelesen und dachte, das ist... Boah, so Werner. Leute wie Olli Schulz auftreten, aber eben auch so schwierige Bands wie Kerbholz oder auch die bösen Onkels, wo man sich nicht sicher ist. Jedenfalls war dieses Festival ein bisschen länger, ja, und nur an dem Onkelstag kamen ganz, ganz viele Menschen halt auf dieses Festival oder halt noch viel, viel mehr, die das Rennen gar nicht gesehen haben, worum es eigentlich geht, so ein Motorradwettrennen, haben die gar nicht gesehen. Die wollten nur die bösen Onkels sehen. Und auf einmal kamen ganz, ganz viele Autos aus den neuen Bundesländern und haben dann quasi da geparkt und haben da Stimmung gemacht und es wurde viel gepöbelt, es wurden viele Menschen irgendwie, wie sagt man? Vergewaltigt. Nicht vergewaltigt. Eine schon, stand in dem Artikel. Ja, vergewaltigt sogar, krass. Das waren halt die Ausländer in dem Fall. Ich denke auch, die ausländischen böse Onkels-Fans. Und also da gibt's ja wohl garantiert welche. Ja, gibt's auch, so zwei. Und es gab jedenfalls Hitlergrüße sogar und ein Augenzeuge berichtete, dass es einer der Onkels-Fans oder viele Onkels-Fans gewesen sind, die irgendwie dann so Hitler gezeigt haben und das fand ich nicht in Ordnung. Es gibt bei den Onkels eine kontroverse Vergangenheit, von der sie sich auch schon eigentlich manchmal distanziert haben und die Sache ist, ich glaube auch im Podcast habe ich das schon zur Genüge besprochen. Du hast ja recht, so ein bisschen. Ja. Also ich habe dir auch Aufnahmen geschickt, wo sie sagen, hier, wenn ich jetzt noch einen Hitler-Gruß hier sehe, dann komme ich runter und krieg persönlich auf die Schnauze oder so. Sowas wurde halt auf ihren Konzerten auch schon gesagt. Und ich habe das schon analytisch vorgetragen, dass die Onkels einfach so eine Attitüde vermitteln von, ich bin der Geilste und das, was ich tue, ist richtig und lass dich nicht beirren und so. Und das deckt sich halt etwas mit einer Pegida-Nazi-was-auch-immer-Mentalität. Ja.
Und dementsprechend kann ich das nachvollziehen, dass man diese Musik so ein bisschen für sich, naja, einfach annimmt. Mhm. Obwohl die jetzt nicht, die Lieder, auch das neueste Album habe ich jetzt ja angehört, ne? Fand ich ja nicht so gut. Aber ist schon draußen jetzt? Nee, nicht das allerneueste, ach aber so. Das, von dem ich überhaupt nicht wusste, dass es existiert hat. Kein gutes Album, aber ja. Da ist jetzt auch nicht unbedingt drauf, ey, hier, und das ist ja 2016 gekommen. Mhm. Da ist jetzt nichts drauf, Flüchtlinge in Deutschland sind scheiße oder sowas. Nee, dass man jetzt nicht irgendwie sagen könnte, durch neueste Veröffentlichung von denen ist es jetzt irgendwie nochmal aufgeflammt, dass sie vielleicht doch gar nicht so unrecht sind. Nee. Ja, aber keine Ahnung, das ich fand es nur spannend, wollte, dass du es mal liest so und dass du, was du denkst, und das hast du ja auch jetzt getan. Ja, gut, kommen wir doch weg von der Scheiße hier, oder? Ja, wir müssen, komm. Wir müssen doch wirklich, ich glaub, eigentlich... Wir haben, doch, ich habe noch ein Nazi-Thema, dann sind wir auch schon durch. Und zwar Pegida, es gab einen Aktivisten, also einen linken Aktivisten, der hat sich einfach mal kommentarlos mit einem Greta Thunberg-Schild zu Pegida hingestellt. War da ihr Gesicht drauf oder der Name? Nee, ihr Gesicht. Witzig. Also ein Porträt quasi. Und ja. Da wollte man die Reaktion einfangen. Und das war ganz, ganz bösartig. Also da sind Sprüche gefallen wie, guck mal das Viech an, oder sie wird zerfickt, das Vieh. Das sagen die zu einer 15-Jährigen so. Und das die ist 16, hallo, die ist, ja, in Deutschland ist, 16, ist sie voll legal. Jetzt ist sie 16, ja. Nicht ganz. In Deutschland ist sie, wenn die zerfickt werden will, kann die auch zerfickt werden in Deutschland. Ich glaube, wenn du 16 bist, darfst du zerfickt nicht unbegrenzt, werden. Nee. Doch. Das Schutzalter ist doch irgendwie anders. Schutzalter beginnt bei 14, mit Einwilligung der Eltern darfst du dann zerfickt werden. Aber mit 16 ist es eigentlich dein eigenes. Aber du darfst natürlich nicht in einer Position sein, wo die andere Person irgendwie dein Vormund oder Lehrer oder sowas ist. Ja, okay, muss ich nochmal nachprüfen. Jedenfalls war das Ganze. Du darfst ja selbst in Deutschland heiraten, wenn einer 16 ist und der andere nur volljährig ist. Aber mit Einwilligung der Eltern. Ich dachte, das war mit 16 auch noch so, dass du, wenn du jetzt 16 bist und der andere 30, musst du auch nochmal. Aber ich bin mir nicht ganz sicher gerade. Der Fakt ist, Greta Thunberg ist alt genug, um zerfickt zu werden, aber. Also haben Sie recht. Sie hat ja im Zuge dessen, oder weiß ich nicht, also die wird sich nicht kümmern um irgendwelche paar Hanseln hier aus Sachsen oder was weiß ich wo. Sie hat ja gesagt, und das ist ja. Also eigentlich ein sehr gutes Zitat, wenn das wirklich von ihr ist, die ist halt einfach dann clever, dass wenn permanent Leute dein Äußeres kritisieren, dann zeigt das ja eigentlich nur, dass sie keine wirklichen Punkte haben. Dass sie keine Argumente haben, genau, stimmt. Hat sie auch recht tatsächlich. Und es geht ja auch nur um ihr Aussehen die ganze Zeit. Genau, und genau darum, weil du das jetzt auch wieder gesagt hast, guck mal das Vieh und so. Habe ich nicht gesagt. Das hast du vorgelesen. Ich habe zitiert. Also, ja. Und dann kam noch ein Typ irgendwie, der in die Kamera so meinte, ich bin da nachts auf die Straße gegangen, damit wir hier frei reisen dürfen. Und jetzt kommst du, Spinner, hier und willst mir das Fliegen verbieten. Das fand ich einen sehr schönen, das eine schöne steht halt Kausalität. Das steht überhaupt in keinem Zusammenhang, ob man frei reisen kann im Sinne von, ich gehe jetzt einfach mal über die Grenze oder ich fliege halt. Da soll sich Elon Musk mit seiner scheiß Rakete halt einfach mal ein bisschen hinmachen als eine Alternative zum Flugzeug. Bis dahin kannst du ja auch noch schön jeden Tag Ryanair, gönn dir. So, ab sofort jetzt kommt die große nazifreie Zone, oder? Also ja. Ich hab nichts mehr in der Richtung, glaube ich. Ich auch nicht. Nö. Außer wir zählen Trump dazu, aber Quatsch. Ja, nein, natürlich nicht. Ja, also, Arm in Arm in die Selbstzerstörung, CSU. Ja, schönes großartig. Video. Großartig. Ja. War ein Wortspiel, weil der Typ heißt Armin, der Host. Ah, wusste ich Armin nicht. Armin Arm. Der sah noch vor zwei Wochen anders aus, ne? Irgendwie mit Brille und braunen Haaren. Ja, und für das Video, extra die Haare gefärbt. Und für das Video Scheiß. Blond gefärbt und jugendlich gemacht. Das ist so ein Quatsch. Sehr armselig, also das ist so ein Quatsch. Erstmal für Leute, die es gar nicht mitbekommen haben. Wahrscheinlich Leute, die eher im Radio zuhören und 80 sind. Die CSU hat einen großen Gegenschlag hat sie gestartet gegen das Rezo-Video, was in aller Munde war vor zwei Monaten ungefähr. Mhm. Und die Antwort auf Rezo heißt Armin. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo der genau herkommt, was der sonst noch so macht, aber jetzt macht er halt in Zukunft gar nichts mehr. Weil also es wurde ein Video veröffentlicht, ungefähr 6-7 Minuten oder so, oder nicht mal, ich glaube 5 sogar nur. Ich weiß gar nicht, und wie lange das da war, wurde aber recht kurz. Nicht argumentativ, sondern eigentlich eher nur spöttisch mit jedweder Kritik umgegangen. Da ging es auch um Greta Thunberg, dann ging es um die Grünen. Um die Grünen, dann ging es um Demos gegen rechts oder nee, diese Unteilbar-Demos. Also genau, ist ja quasi, wo dann auch so sehr linksradikale Kräfte auftreten und so. Und genau. Das ist nämlich ein Punkt, ja, wo ich am Anfang dachte, ich verwende dieses Wo immer noch grammatikalisch nicht so gut, aber ist egal, das ist ein Punkt. Da dachte ich am Anfang noch, das ist der Ansatz. Unteilbar. Weißt du, dass man sagt, ey, hier, ihr Leute, wir haben Meinungsverschiedenheiten, aber lasst uns doch mal zusammenschließen. Wir als Volk sind unteilbar. Auch wenn man Meinungsverschiedenheit hat, kann man sich irgendwie gut miteinander auskommen.
lass doch mal nicht hier irgendwie eine Riesenspaltung in Deutschland machen. Das widerspricht rechts, ja, links, bam, bam. Das widerspricht ja den rechten Leuten. Das wollen die ja halt nicht. Ja, das ist doch egal, ob sie das wollen oder nicht. Die Aussage ist, wenn man diese Message sich auf die Fahne schreibt, kann dann nicht irgendwie hinterher ein Tim Kahr kommen und sagen, oh ja, guck doch mal, wir sind mehr an Chemnitz, wie sie wieder gesagt haben, wir Bösen, wir wollten doch nur trauern um den armen Menschen, der da gestorben ist, und jetzt sind wir die Bösen. Nein, wenn die Message ist, hey, kommt doch mit dazu, wir wollen euch dabei haben, unteilbar, auch über Meinungsverschiedenheiten hinaus. So, das sollen jetzt keine Hakenkreuzbinden Leuten irgendwie auch Händchen halten mit rumlaufen, das meine ich gar nicht, sondern einfach nur die Message, hey, wir sind alles Deutsche und irgendwie kommen wir schon klar, auch wenn wir nicht alle einer Meinung sind. Wir sind alles Deutsche. Die ja. Nicht. Ja, doch. Auch die Ausländer, die hier wohnen. Auch die sind Deutsche. Also die Message an sich, aber so ganz so kam es mir dann doch nicht vor, dass die Unteilbar-Demo sich das wirklich auf die Fahne geschrieben hätte. Wie auch immer, wo waren wir eigentlich? Weil sie keine Deutschlandfahne erlaubt haben auf der Demo. Ja, und das stimmt ja irgendwie auch nicht so ganz. Ich weiß es also, nicht. Es wird halt nicht gern gesehen, natürlich ja. Nicht. Ja. Es geht ja irgendwie nicht um Nationalitäten. Also es waren irgendwie nicht per se verboten. Also es war auf jeden Fall dieses Armin-Video, ja, CSU. Sehr arm, ja. Weil You ist, wenn man You und Du, ne, das ist so wie bei YouTube, das ist so ganz modern und hip, Hey Fellow Kids mäßig. Und der Armin, wann haben wir eigentlich angefangen, Alter? 11 oder 12. Ja? Ja. Okay. Wird schon gehen. Der Armin erzählt dann 5 Minuten lang und es ist so räudig, hyperaktiv geschnitten. Es ist so wirklich. Alle Effekte, die es gab, so. Eigentlich müsste man denken, es ist eine Parodie auf normale YouTube-Videos mit Jump Cuts, also schnelle Schnitte, Soundeffekte rein, was eigentlich die wenigsten machen, so richtig annoying, dass du wirklich bei jedem Schnitt noch so und dann noch so Bildverschiebungseffekte, als wäre es so ein bisschen Cyberpunk-mäßig, so dass so. So Effekt, es ist richtig abartig und da drüber halt echt nur Bullshit gelabert, nur spöttisch, nicht irgendwie argumentativ. Es ist ganz, und ohne ganz Quellen. Also ich fand es auch sehr, sehr interessant. Also gerade wenn man sich auf die Fahne schreibt, ein Antwortvideo auf Rezo zu machen. Ja, weil es ja eine Antwort auf Rezo ist. Und wenn man die mal vergleicht, die Videos, ja, so irgendwie benutzt die CSU 1000 Millionen Effekte und Rezo so gar nicht. Irgendwie, ja, spricht irgendwie 30 Minuten lang mit Cuts halt, mehr aber auch nicht. Und dann gibt Rezo Millionen Quellen an zu jedem Satz, den er sagt, fast. Und sie halt gar nicht. Und dann kommt es auch dazu, dass sie alle Kommentare gelöscht haben. Ja, sie haben es nicht mal geschafft, die Kommentarsektion auszuschalten. Ja. Sie haben jeden Kommentar einzeln gelöscht, bis sie nicht mehr hinterherkamen. Medienkompetenz. Ja, irgendwann haben sie es, glaube ich, aufgegeben, weil mittlerweile, also als ich gestern geguckt habe, sind es irgendwie 45.000 Kommentare gewesen. Ja, das haben sie nicht geschafft. Kommen sie nicht hinterher. Super witzig auf jeden Fall. Also wer das noch nicht rausgehört hat und ist wirklich an euch vorbeigegangen ist, es gab eine riesen Hate-Welle. Ja. Also was heißt Hate? Ich will es gar nicht als Hate bezeichnen. Es war mehr so, die Leute haben fast bemitleidend gewirkt. So, so verzweifelt jetzt hier so, ne? Ging wohl nach hinten los. Ich habe jetzt nicht so viele gelesen, die sagen, CSU, ihr Opfer, ihr seid so scheiße, sondern es war eher so, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ja. Ihr armen Würstchen, so war der Tenor eigentlich. Ja, sie haben doch junge Leute in der Partei, ich verstehe nicht, warum die das nicht hinbekommen, auf Augenhöhe mit den Leuten zu sprechen, die nicht ihrer Meinung sind. Naja, das Problem ist halt, CSU kommt aus Bayern und in Bayern wohnen halt keine normalen Leute. Das ist auch richtig. Ja. Das ist so die Krux an der Sache. Naja, auf jeden Fall große Gegenbewegung. Alle haben es ausgelacht. Ich bin sehr gespannt, ob da jetzt noch eine zweite Folge kommt oder nicht. Jäger und Sammler hält sich ja auch seit Jahr und Tag, obwohl die nur Dislikes bekommen. Also wer ist das nochmal? Das ist so ein Funkkanal. Kennst du gar nicht? Hast du mal angesprochen, glaube ich, aber die sagen mir ja, die machen halt nur so sehr politisch korrekte Aussagenvideos, ne? Und da ist einer dabei, Tarek, Dings irgendwas, Tesfu, Taifun, Tarek Taifun. Das Ding, wo Trump eine Atombombe drauf werfen will. Ach nee, das war Hurricane. Ah, hab ich verwechselt. Auf jeden Fall ist das einer, der selber halt dunkelhäutiger ist. Nicht wirklich schwarz, sondern was weiß ich, dunkelhäutig ist ja auch egal. Und der war sehr in der Kritik, weil er halt in den Videos selber rassistische Sachen gesagt hat. Also er hat eher die Weißen schlechter gemacht. So, statt zu sagen, hey, wir sind alle gleich oder gleichberechtigt. Naja. Ich fand's auch sehr beschämend. Ich fand den Versuch eigentlich schon ganz. Ich fand die Idee schön so und dass sie es machen und extra jemanden hinstellen, der einigermaßen jung aussieht und den dann so blond einfärben.
Aber seine Karriere ist halt jetzt zerstört. Absolut, und sie hätten viel lieber den Amthor einstellen sollen. Das wäre wenigstens memeable gewesen, aber der ist halt nicht mal unterhalten, finde ich. Der ist einfach nur... Nee, unsympathisch einfach. Ja. Also er wirkt da echt fehl am Platz. Unauthentisch, muss man fast sagen. Ja. Aber es war ein großes Thema jedenfalls. Was? Ich würde mich aber auch mal freuen, von anderen Parteien das zu sehen. So Hashtag AFDU oder sowas. Hm. Oder... Ich bin auch schon am Überlegen, wie nenne ich den heutigen Podcast? Wir machen ja immer so ganz kreativ, ist wieder Fridays for Future. Ja, ja. Schule hat wieder angefangen. Endlich kann die Schule aufhören, weil die Leute nur streiken. Was wollte ich sagen? Ich überlege schon, wie kann ich diesen Podcast nennen, weil ich habe ja für die Sachen immer sehr kreative Namen, liebe Radiohörer. Und ich bin da aktuell bei CS-Judenverfolgung in Sachsen. Kann man das machen? Ja, das geht. Doch, doch. Finde ich gut. Ja. Okay, gut. Machst du den auch, ja? Was mache ich? Den Podcast. Ob ich den mache? Ja, den Hashtag CS-Judenverfolgung. Ach so, na, ob ich das als Hashtag etabliere, weiß ich noch nicht. Aber Ju, wenn ich es wie Ju, also Y-O-U, Judenverfolgung, kann er keiner was. Wenn ich es mit Fragezeichen, Ausrufezeichen mache. Jetzt müssen wir aber noch irgendwie darüber reden, dass in Sachsen jetzt durch die AfD Juden wieder verfolgt werden. Ja, kann ja passieren. Also wir müssen ja nur mal den Holocaust in die heutige Zeit transponieren und die Nazis hätten heute so plakatiert Hashtag You, eine Verfolgung. Auch du kannst Juden verfolgen. Hey! Ja, also ich weiß nicht. Der Jude ist halt so ein bisschen out. Keiner schreit mehr nach dem. Natürlich nicht. Erst recht nicht mehr über den. Also ich weiß nicht, der Jude als Feindbild ist so ein bisschen ins in die Jahre Moslems gekommen. Sind die neuen Juden. Wir müssen es einfach so hinnehmen. Das haben große Philosophen schon gesagt. Ja. Ja, nicht unbedingt Moslems an sich. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen jetzt also gefühlt für mich ist es ein bisschen umgeschwungen. Nicht per se jetzt Moslems, die nach Deutschland kommen, sondern eher so Afrikaner, weil die halt jetzt so dieses Mittelmeer-Schlepper-Ding im letzten Jahr eher als Hauptzielgruppe hatten. Ja, aber den Unterschied sehen die Leute, glaube ich, nicht. Die sehen nur irgendwie dunkelhäutige Männer, die hier einmarschieren. Also ich habe das Gefühl, über irgendwie so Leute mit Turban oder so regt sich keiner mehr auf, sitzt eher so der Afrikaner wieder. Der ist ja auch ein Evergreen, ne? Oder ein Everbrown. Aktuell ist diese Islamfeindlichkeit ein bisschen im Hintergrund, das stimmt. Es geht vielmehr jetzt um die, stimmt, du hast recht, die Afrikaner sind die neuen. Das ist so man weiß gar nicht mehr, welche Rasse man hassen soll. Also ja, man kommt gar nicht mehr hinterher, ja. Es war 2015, waren es auch eher, glaube ich, die Afrikaner. Aber dann war es dann wieder jetzt so die letzten 2-3 Jahre waren es eher die Moslems. Richtig. Gerade auch mit Christchurch und diese ganzen Sachen, wo das auch wieder in den Medien groß. Aber es ist auch jetzt schon wieder umgeschwungen zu den Afrikanern. Sind das jetzt auch etwa die Neo? Die Syrer sind ja auch nochmal andere, die waren ja dazwischen nochmal im Gespräch. Ja. Also ich komme da gerade gar nicht mehr hinterher. Nee, die armen Neonazis. Hm. Die haben es echt schwer. Ja, die armen. Die müssen mal vielleicht so eine Liste erstellen, wo das genau draufsteht. Ja, wen sie hassen sollten. Das ist eine ganz lange Liste. Ja. Am besten namentlich erwähnt alle. Ah ja, mit Adressen und Telefonnummern. Ja. Naja, gut. Das war doch schön. Wollen wir zu weniger schönen Sachen kommen? Was ist noch passiert die Woche? Na, Hongkong. Ach so. Ich weiß, es ist ein Leitthema. Leute, Leitmedien. Doch, ich höre es gerne. Ich bekomme ja von vielen Seiten immer mal Artikel von dir und von einer befreundeten Kamerafrau, die auch aus Dings sie kommt. Ach, war das? Ja. Die habe ich ja zufällig mal gesehen bei einem Event, wo du leider nicht dabei warst. Richtig, aber, da war sie auch da, ja. Ah, da hätte ich ja mal ins Gespräch kommen können, aber naja. Ja, ich dachte, es war ja zeitlich eher schwierig. Ja. Aber ist ja egal. Egal, ja. Erzähl mal, was gibt's Neues in Hongkong? Einiges. Vor 5 Tagen hatte ich dir auch, glaube ich, geschickt, da gab es die große Meldung, dass die Hongkonger Polizei jetzt dazu übergeht, Leute mit Farbe zu besprühen, um sie später verhaften zu können. Mit Wasserwerfern, die einen Einschlagsradius von, was weiß ich, einem Meter haben oder so. Boah, voll geil. Wasser, was eingefärbt ist? Nicht Wasser. Ja, es ist, glaube ich, nicht Wasser. Es ist schon irgendwie Farbe an sich. Ja. Aber mein Gott, ich glaube, das ist sehr unwahrscheinlich, dass da vielleicht Leute mit Farbe bespritzt werden, die völlig unschuldig sind, die wirklich einfach nur Passanten sind oder so. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das sich jetzt durchgesetzt habe, aber es gab dann die Idee, einfach blau zur offiziellen Farbe der Revolution zu machen, sozusagen. Wenn sich alle blau einfärben. Ach, die schießen mit blau, die Regierung. Die schießen mit blau, die Polizisten schießen mit blau, um dann später die in Ruhe verhaften zu können, quasi. Ah. Wenn aber einfach alle blau sind, geil. Ich glaube, das ist bis jetzt noch nicht so wirklich durchgesetzt worden. Dann können sie alle verhaften. Ja, verhafte mal 3 Millionen Menschen. Das ist ja der Gag daran. Das sind alles Terroristen. Mach ich. Ja,
Und die neueste Meldung war ja, dass Carrie Lam, die Dingsens hier, ne, die Regierungschefin von Hongkong, hat jetzt angekündigt, das Gesetz, was ja diese ganze Sache ins Rollen gebracht hat, zurückzuziehen. Mhm. Aber das ist ein bisschen too little too late. Außerdem gab es ja 5 Forderungen. Und eine Antwort der Demonstranten war so eine Hand, wo du alle 5 Finger siehst im Hintergrund und dann im Vordergrund aber nur einen Finger, weil eine Forderung erfüllt wurde. Das ist dann natürlich der Mittelfinger. Und, ich dachte umgekehrt, dass sie nur einen Finger abgeschlagen haben. Nee. Ach so. Nee, das ist dann der Mittelfinger so im Sinne von, ja, jetzt hier so ein bisschen irgendwie so uns so ein Brotkrumen hin. Nein, wir wollen alle 5 Forderungen. Und ich habe die mal aufgeschrieben jetzt, weil ich habe sonst immer nur gesagt, dass es die gibt. Zum einen war das, was jetzt theoretisch gemacht wurde, dieses Gesetz zurückzuziehen, das Auslieferungsgesetz an China. Dann wird verlangt, dass sie die Sache, also diese Demonstration als Aufruhr, als Riot, ja, bezeichnen, dass sie das zurücknehmen. Dann sollen alle festgenommenen Demonstranten sofort freigelassen werden. Eine unabhängige Instanz soll eingeführt werden, die die Hongkonger Polizei überwacht, weil sie halt sehr, sehr korrupt und kontrovers handelt in den letzten eigentlich schon Monaten. Da gab es jetzt auch wieder ein neues Video, wie man sieht, dass die nette Polizei Beweise deponiert und das witzigerweise neben Leuten mit Kameras. Also die sind nicht nur dreist und korrupt, nein, die sind auch dumm. Und frech. Frech auch, ja. Also es ist halt echt so ein Punkt, wo du dich fragst, die sollen ja das Gesetz durchsetzen. So, das ist ihre Aufgabe. Sie sollen machen, dass das Gesetz durchgesetzt wird. Wenn sie aber aktiv Beweise bei unschuldigen Leuten platzieren, das ist halt genau das Gegenteil. So, dann sind sie halt die Verbrecher. Es ist halt nichts Neues. So. Jetzt unabhängig von Leuten, was gesagt wird, ach, die Hongkonger Polizei, alles, das ist erstmal nur Gerücht. So. Aber wenn du siehst, die platzieren gerade Beweise, so, um die dann. Aber auch das ist ja nicht zielführend, weil das sind ja so viele Demonstranten, die sie da irgendwie, denen sie was unterjubeln müssten. Und so viele Gefängnisse haben die gar nicht frei. Also ich weiß nicht, was die, wohin die wollen mit Vielleicht solchen. Vielleicht denken sie, es ist abschreckend, was weiß ich. Ja, und auf jeden Fall, der letzte Punkt habe ich noch vergessen, dass Carrie Lam zurücktreten soll. So, diese 5 Forderungen gibt es. Das macht sie nicht. Glaube ich auch nicht, aber wir werden sehen. Ja, es bleibt weiterhin spannend in Hongkong und ich drücke die Daumen. Früher wurden Menschen wie sie zurückgetreten. Aber nur, wenn sie Hakenkreuzbinden tragen. Meine Güte, ja. Die raven aber heute gut ab bei Fridays for Future, ey. Meine Fresse. Ich mache mir ja kurz das Fenster auf. Ich würde gerne wissen, wie viele das sind heute. Wir sind hier quasi direkt am Goetheplatz. Neben dem Mon Ami. Man hört es wahrscheinlich nicht so laut. So wir haben gern. Die Eisbären so gern, ja. Wird da gehört. Da wurde ein Song zweckentfremdet. Ja, aber wir haben die Eisbären zwar gern, aber wenn Grünland grün ist, da hat Trump das auch besonders gern. Oh, habe ich jetzt über Trump geredet? Oh, nein. Machen wir doch unseren Daily Trump, wenn ich dieses scheiß Fenster mal zugemacht. Erzähl mehr, was hat Trump diesmal erzählt? Was hat er gemacht? So, es ist so fucking lächerlich. Es ist so fucking lächerlich. Dieser Mann kann einfach sagen, was er will. Er kann sagen und machen, was er will, ohne Konsequenzen. Wir können halt jetzt, wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir einfach Dinge sagen. Wir sagen einfach Dinge, egal ob das irgendwie Relevanz hat oder irgendwie in Fakten verankert ist. Trump hat gesagt, Amerika, also die USA, haben die sauberste Luft der ganzen Welt. Hat er einfach halt gesagt so. Es ist halt nicht so. Erstmal Neuseeland hat übrigens die beste Luft der Welt. Ist ganz witzig, im Zuge dessen habe ich erfahren, dass Outdoor hat Neuseeland die beste Luft der Welt, aber Indoor eher so sehr schlechte. Oh. So. Hä? Das heißt, ja, weil sie halt irgendwie so ganz schlechte Klimaanlagen haben oder sowas. Aha. Und die sollen halt das Fenster dafür aufmachen. Wollte ich gerade sagen, ja. Aber dann wird ja die Luft draußen schlecht. Ach so, so rum ist es. Also dann. Es ist so ein bisschen. Es ist die Frage, wie rum ist das denn? Was war zuerst da, die Draußenluft oder die Drinnenluft? Nee, was und ist der Löffel wirklich einen drinnen besteckt? Nee, was ist stärker? Was ist stärker? Die Luft von außen oder die Luft von innen? Wenn man Durchzug macht und einmal Zirkulatio hat, ja, gibt es dann auch noch die draußen und die Drinnenluft? Oder ist es nicht einfach Luft. Nur Umluft? Luft. Okay. Überall Luft. Ja, Trump hat gesagt, USA ist ganz sauber. Ich sage jetzt auch einfach, ich bin der erfolgreichste YouTube-Kanal aller Zeiten. Stimmt und auch. Und mache die besten Videos. Naja. Und nee, ist wirklich ja. So. Es ist wirklich tremendous, wirklich so. Naja. My videos are huge.
Es ist wirklich so, so huge. Ey. You have a YouTube channel. No, mine is much better than yours. So, das ist eine Sache, die dumm ist. Eine andere Sache, über die konnte ich mich wenigstens amüsieren. Vor 80 Jahren hat der Zweite Weltkrieg angefangen. Ja. Das ist nicht die Sache, über die ich mich amüsiere. Wir gratulieren 80 Jahre. Endlich hat Deutschland mal was erreicht. Hat funktioniert. Polen hat quasi da so ein großes Gedenkfest oder Gedenktag draus gemacht, weil hat sich nicht Polen unser uns angegriffen hat damals. Ah ja, die haben uns eingeladen eigentlich. Ja. Aber hat nicht Steinmeier, unser Außenminister, sich entschuldigt dafür offiziell jetzt irgendwie? Kann sein, für die deutsche Politik bin ich Übernahme. Nicht so. Übernahme, ich auch nicht, immer, keine Ahnung. Steinmeier entschuldigt sich dafür, dass Polen uns angegriffen Richtig. Hat? Richtig. Das finde ich unfair. Ja. Nee, aber Trump sollte da eigentlich auch geladen sein zum Anniversary, zum Jahrestag des Zweiten Weltkriegs, war geladen, war alles in Alle waren in Feierstimmung, in Sack und Tüten. Nur er kam nicht. Aber er hat abgesagt und stattdessen ist er golfen gegangen. Mhm. Und jetzt kommt der Witz daran, das wurde vor 7 Tagen oder so auf Reddit per Shitpost, also so ein Meme, wurde es vorhergesagt. Mhm. Keine Sorge, Leute. Er geht da nicht hin, keine Sorge. Hat er nicht auch die größte Golfquote irgendwie? Ja, 25% irgendwie seiner Zeit ist auf dem Golfplatz oder irgendwie sowas. Hatte ich mal gelesen, aber das ist jetzt nicht wirklich 100%ig bestätigt. Also, ne? Ist ja. Ein Viertelwissen, ja. Aber es gibt 27 Tweets von Trump, in denen er kritisiert, dass Obama zu viel Golf spielt. Ja, also ja. Aus der Vergangenheit natürlich. Ja, ja. Also es ist einfach großartig. Aber die größte Sache überhaupt, weswegen ich eingehend überhaupt erwähnt habe, dass Trump einfach alles machen kann, ohne dass es irgendwelche Folgen hat. Bei diesem G7-Ding hatten wir letztes Mal schon besprochen, da kam jetzt raus, dass er ein Telefonat mit China, Gänsefüßchen, erfunden hat, um irgendwie den Markt anzukurbeln oder so eine Scheiße. Er hat einfach gesagt, ja, ich habe gerade mit China telefoniert, bla bla, es hat halt so nicht stattgefunden, kam jetzt raus. Und jeder andere, also es ist halt echt so dieses Ding, oh, ich bin gerade auf einem unangenehmen Date, ich tue mal so, als wäre ich angerufen und muss jetzt gehen. Ja, ja. So dieses Ding, wenn das irgendein fucking Präsident oder ein Familienoberhauptvogel von irgendeinem Land machen würde. Der wäre hochkant rausgeflogen. Und jeder würde ihn halt auslachen, auch seine Wähler, alle. Aber es ist, er hat so Narrenfreiheit. Ich weiß nicht, wir drehen uns hier auch im Kreis. Ich kann es immer nur wieder sagen, wie lächerlich das ist. Aber an sich ist das Gefährlichste überhaupt für Demokratie, dass das so eine Normalisierung sich da eingeschlichen hat. Ich muss sagt, auch sagen, ach ja, der Trump wieder. Ich muss sagen, ich finde auch die Worte so zu Trump. Ich fand es am Anfang schon irgendwie witzig, so was er so macht und tut. Aber irgendwie, irgendwann so nach 4 Jahren jetzt und nach einer drohenden zweiten Amtszeit, muss ich sagen, eieiei. Es ist ja auch gar nicht das Ding, man muss ja gar nicht mit ihm irgendwie einer Meinung sein oder seine Politik gut finden oder so. Ich finde einfach, dass er so fucking inkompetent ist und wirkt wie so ein seniler alter Mann. Nee, ein kleines Kind im Körper eines senilen alten Mannes so. Das ist doch, das will man doch nicht als Führer. Man will doch jemand Kompetentes mit wenigstens einem ordentlichen Bart. Hab ich dir ja was geschickt, ne? Trump mit Bart. Ja, es sah voll gut aus. Ja, gell? Glatze und Vollbart. Sieht richtig gut aus. Nein, nicht Vollbart, aber so, also so einen kurzen Vollbart irgendwie, ja, so einen gepflegten. Ja. Das sah echt gut aus. Ja. Also, ich weiß nicht. Also, viele bezeichnen Trump ja mal als gut aussehend oder war es früher zumindest mal. Finde ich jetzt nicht persönlich. Ich finde die Haare halt echt lächerlich. Ja, die Haare. Aber wenn er sich Glatzen machen würde und diesen Bart, also ich wäre. Badass. Aber richtig, das sah aus wie so ein, weiß ich nicht. Er hat mich so ein bisschen an diesen, wie heißt denn der, den Schauspieler erinnert. Bruce Willis oder sowas. Ja, so, doch. So ein Actionheld. Actionheld. Ja, Actionheld ist er so schon. Aber wir müssen auch mal die Brücke schlagen zum britischen Donald Trump, zu Boris Johnson. Alter, ja, da ging es auch richtig rum. Das Brexit-Thema ist auch ganz groß gewesen die Woche, die letzten Tage eigentlich. Ja. Denn ich habe tatsächlich auch, kurz bevor ich hierher bin, habe ich noch Parlament live, britisches Parlament geschaut. Bin gerade live fahren. Du bist auf dem neuesten Stand vielleicht, mehr noch als ich. Ich muss auch zugeben, ich blicke da nicht hundertprozentig durch. Ich weiß so ein bisschen, was passiert ist, aber ich blicke nicht ganz so durch, wie da auch das Parlament so wirklich funktioniert. Ist jetzt nicht. Es ist ein bisschen seltsam tatsächlich. Aber ja. Was ich halt beobachtet habe, ist, dass es da auch zugeht wie im Kindergarten. Alle quer durch den Raum schreien. Order, ja, das hast du auch gesehen. Ja, großartig. Das Event, was Tino anspricht, war der Moment, in dem während seiner eigenen Rede Boris Johnson von seiner Partei, nicht wirklich Partei, aber seine, er ist ja quasi jetzt, er ist Prime Minister so und er ist quasi die Regierung mit seinen Leuten und wir haben live gesehen, wie er diese Mehrheit verloren hat und somit jetzt keine Gesetze mehr durchwinken kann, ohne die Zustimmung der Opposition. Genau. So habe ich das verstanden.
Und das ist wohl sehr selten, dass sowas passiert, dass quasi, also musst du dir so vorstellen, irgendjemand hält gerade eine Rede im Bundestag und während diese Rede gehalten wird, wechselt jemand quasi im Bundestag die Partei. So, läuft so rüber zu einer anderen Partei. Ja. Und das hat ihn auch völlig rausgebracht in seiner Rede. Das war sehr witzig. Es waren, glaube ich, 21 Leute, die sich dagegen ihn gestellt haben, so live. Und dann gab es so ein großes Raunen auch in dem Parlament, so, oh. weil jetzt, er kann diesen No-Deal jetzt nicht durchdrücken, so einfach, wie er es wollte. Jetzt steht wieder im Raum, dass vielleicht Großbritannien einen Antrag macht, können wir nicht nochmal dieses Brexit-Ding verschieben? Und das ist einfach nur lächerlich. Aber so klug wie Boris Johnson ist, er hat dann die 21 Leute aus der eigenen Partei ausgeschlossen. Cool. Also es ist sehr spannend. Und hast du gewusst, dass man im Parlament keinen Namen nennen darf? Inwiefern? Also wenn die jetzt irgendwelche Reden halten, dürfen die jetzt nicht sagen, wie bei uns, Sie, Herr Schäuble, Sie können nicht laufen. Das dürfen die nicht sagen. Aber es ist doch die Wahrheit. Ja, es ist die Wahrheit, aber es dürfen im britischen Parlament keine Namen genannt werden. Okay, interessant. Man redet immer von irgendwelchen Personen und von irgendwelchen Fraktionen und so und Interessengruppen. Okay. Und da habe ich Ausschnitte gesehen, wo dann gesagt wurde, Mr. Johnson, please don't call them by the names, this is our rule oder irgendwie sowas. Okay. Sweet. Hab ich dann mal recherchiert und die dürfen keine Namen nennen. Das ist ein bisschen so ein Parlament, so ein Voldemort-Parlament. Man darf alle Namen nicht nennen. Und Tino, wir haben jetzt so viel über Politik geredet. Können wir über sinnlose YouTube-Sachen mal kurz reden? Bibi hat uns alle verarscht. Warte, bist du sicher, dass du nicht Dagi B meinst? Meinst du Dagmara gerade? Ja. Ich dachte erstens, Bibi. Erstens ist das eine Nachricht aus letzter Woche, soweit ich weiß. Oh nein, ich dachte die Woche. Und zweitens ist das fucking Dagi B, das ist eine andere blonde Was? YouTuberin. Nein. Doch. Ach stimmt, Bibi Dagi. Heißt Bianca, stimmt. Ja, Bianca Heinicke und Dagmara Wurstfrau. Ich habe keine Ahnung. Also, Dagi B hat uns alle verarscht. Sie heißt gar nicht Dagmara. Sie heißt nicht Dagmara, sie heißt Dagmar. Ist das nicht peinlich? Ja. Ist mir egal. Sie hat Millionen so Follower verloren. Ja, Clickbait, bla. Nee, eigentlich nicht. Nee, was ich diese Woche echt interessant fand, ist, dass die BAM School zugemacht hat. Hast du das mitbekommen? Oh nein. Julian BAM hat eine Tanzschule aufgemacht letztes Jahr. Ich weiß. Und ich fand das irgendwie so, also Tanzen ist schon geil, aber ich weiß nicht, Tanzschule, das ist irgendwie so dumm. Aber klar, wer es möchte, übelst easy, macht das. War der Abschluss denn anerkannt staatlich? Sie hat halt nicht zugemacht, sie hat Insolvenz einfach beantragt. Das heißt, sie wird jetzt irgendwie vielleicht staatlich unterstützt oder so irgendwie. Dass aber ich frage mich, bekommst du dann noch so einen schönen Abschluss? Weißt du, so ein irgendwie staatlich anerkannter Julian Bam-Tänzer oder so? Das wäre geil, Dann kannst du dich bewerben bei Britney Spears, Madonna und irgendwelchen Musicals, dass du da tanzen darfst. Also Oma Gerda, der Julian Bam, das ist so ein YouTuber. Ich glaube sogar mittlerweile der erfolgreichste in ganz Deutschland. Nee, Bibi könnte noch erfolgreicher sein. Ich glaube, Bibi und Kronk waren vor ihm. Ja, man muss halt schauen, woran man diese Erfolgszahlen wirklich festmacht, ob das jetzt Abonnenten oder wirklich Klickzahlen sind. Denn der gute Julian Bam, der hat richtig gute Klickzahlen immer. Auf jeden Fall hat der letztes Jahr so eine Schule aufgemacht und irgendwie läuft die nicht so gut. Ja, voll schade. Also vielleicht liegt das daran, dass Julian Bam nicht so gut mit Geld umgehen kann. Der hat ja auch letztes Jahr dieses Skandälchen. Dass er seine Steuern, seine Steuern mehr oder weniger offenlegt, aber totalen Quatsch zusammenrechnet. Ja, ja. Als würde er nur Minus machen. Soweit ich weiß, war das die? Ist das dadurch, dass MyLab bekannt geworden ist, war das die das dann vorgerechnet hat oder war es eine andere? MyLab? Es kann sein, dass ich gerade mildly racist bin und dass das eine andere Asiatin war. Ja, MyLab macht doch eher so Physik und Chemie. Ja, mittlerweile, aber die hat auch früher andere Videos gemacht. Also es gab auf jeden Fall eine Asiatin, die dann die Rechnung von Julian Bam zerwurschtelt hat und gezeigt Tinder, hat. Ich habe ein Tinder-Match. Ja. Da freut er sich. Nicht jetzt aber zu YouTube und guck mal nach MyLab. Ja, oder schau mal, ob du mit der ein Tinder-Match hast. Nee, mach mal Julian Bam Steuernanalyse oder irgendwie sowas. So, und da war auf jeden Fall eine Asiatin, die ist dadurch sehr bekannt geworden. Und ich habe halt auch letztes Jahr noch nichts von dieser MyLab gehört und heutzutage hört man das an jeder Ecke. Von daher. Ich bin, glaube ich, rassistisch. Pocket Hazel. Hier steht Steuerberatung, er geht auf Julian Bams Einnahmen. Ja, okay. Ich glaube, die war hübscher als MyLab. Echt? Ich finde MyLab. Um jetzt auch noch ein bisschen. Ich finde MyLab ziemlich hübsch, muss ich sagen. Ja, aber die hat irgendwie sowas Großschwesterliches, Mütterliches an sich irgendwie. Die ist ja jetzt eh schwanger, ne? Ja, jetzt ist die raus. Ja. Sie ist eh raus. Ich habe gelesen, Schwangere sollen jeden Tag Sex haben, damit das Kind was zu essen hat. Oh mein Gott. Da muss der, ja, gut. Keine Einzelheiten.
Jedenfalls Pocket Hazel war es. Pocket Hazel. Ja, aber okay, es gibt doch diesen krassen Fetisch, relativ, ne? Bekannt geworden. Es gibt diesen krassen Fetisch, ne? Das hey, die war das? Ja. Also jetzt in ihren neuen Thumbnails sieht die ganz komisch aus, aber hier in dem Analysevideo finde ich sie voll. Die wurde ausgetauscht bestimmt durch eine andere Asiatin. Hm. Merkt ja keiner. Racism! Woo! Funk, meldet euch bei uns. Wir arbeiten gerne für euch. Ey, die haben ja auch diese Franziska Schreiber, ja? Die haben sie auch, auch ja. Im Funk. Ich wär gern bei Funk. Ich würde gern mein Geld verdienen mit Brennpunkt. Wäre witzig, ja. Apropos, wir haben einen Brennpunkt-Hörerwunsch. Wir können uns mal 20 Euro kaufen. Diesen Mittwoch kommt noch mal einer. Ein Hörerwunsch, ja. Freut euch drauf. Dann haben wir alle abgearbeitet, ne, erstmal. Dann sind erstmal alle Wünsche abgearbeitet. Das heißt, ihr könnt jetzt wieder in die Vollen gehen, wenn ihr denn Themen habt. Wir können ja auch vielleicht noch über Straftaten weiterreden. Ja, da ist ja noch viel offen. Oder ich würde mir gerne mal einen Wrestling-Podcast wünschen. Wir haben ja eine Spende von einem gewissen Tino R. Der von einem möchte, Rino Tanacher. Dass wir eine Stunde lang über Wrestling reden. Oh, Nee, wünscht euch ein Thema eurer Wahl. Es kostet nur 20 Euro bei PayPal. Oder ihr schickt einen Brief vorbei, wo es drin ist. Das wurde jetzt auch schon einmal gemacht. Richtig, ist ja eine Spende wir quasi. Wir freuen uns über eure Spenden. Man kann es sein, dass nicht jeden Tag andere Leute sitzen, jede Woche in der Redaktion. Ihr müsst so sehen, wir sitzen hier gerade im Studio. Blicken quasi auf den Pöbel herab. Das ist so eine Glaswand quasi. Ja. Wir können die Redaktion sehen. Das sind 1, 2, 3, 4, wir können über die lästern, ohne dass sie uns hören. Außer wir drücken diesen einen Schalter und gehen live. Dann sind wir sofort live. Dann hören sie uns ganz laut draußen. Richtig, dann kommen sie alle angerannt. Könnten wir eigentlich mal so zum Jubiläum 40. Ausgabe machen wir es einmal, oder? Würde ich sagen, so eine Sekunde mal. Hallo Leute, schönen Tag euch. Oh. Und dann gucken die uns da draußen alle an und sind ganz böse mit uns. Ja, selbst Shanghai, ja, der Chef hier, der war auch schon mal aus Versehen live, ja. Als er uns interviewt hat. Ja, das war 5 Minuten oder 10 ja. sogar. Ne? Also. Da haben wir über ABBA drüber gesprochen, also es zieht sich durch. Aber ABBA sitzen immer so 9 Leute. Das sind immer so Billigarbeiter, ich glaube, die kommen gerade übers Mittelmeer hier. Na, es sind nur Frauen meistens. Also es ach sind, so, na dann, die bringen ja ihre Frauen nicht mit übers Mittelmeer. Nein, im Büro sitzt hier der Programmchef, der Markus. Okay. Nennen die mal alle Vorder- und Zunamen, bitte? Nee, das ist auch nicht geheim. Weiß ich nicht. Also Markus jetzt jedenfalls. Jetzt nicht mehr. Weiß man doch. Markus ist hier Redaktionschef, dann Shanghai sitzt hier hinter uns quasi und unsere Lieblingskollegin sitzt auch hier, hinter uns. Die neue, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, die guckt gerade, als hätte sie einen großen Fehler gemacht. Die runzelt gerade so die Stirn. Oh, ich glaube, die hat gerade unsere Sendung gelöscht. Was, du meinst, die mit den Piercings? Genau. Wie heißt die? Sabrina. Ah, stimmt. Irgendwas. Die neue FSJlerin, die ich angebracht habe. Okay. Und die Rothaarige kenne ich gar nicht, die hier sitzt zum Beispiel. Ja, das muss eine Hexe sein. Ist die neu? Ich weiß nicht. Also echt. Oder auch die vor Sabrina sitzt. Das sind Menschen, die kenne ich gar nicht. Die tauschen sich immer aus jede Woche. Die denken, wir merken das nicht. Wir sind die einzige Konstante hier. Ja. Und die einzige Konstante, die auch irgendwie arbeitet. Guck mal, die gucken sich die ganze Zeit nur irgendwelche komischen. Weißt du noch, die lesen doch gerade irgendwas. Weißt du noch, wo der eine hier auf dem Rechner, was hat denn der gespielt? Minecraft? Nee, nicht Minecraft. Irgend so ein Ballerspiel oder sowas. Oder Rennspiel. Ja? Weiß nicht mehr. Ballerspiel, Rennspiel ist ja alles das Gleiche. Eben. Ne? Ist ja alles Killerspiel. Da saß du hier und dann haben wir auch gesehen, wie hier einer, so ein junger Praktikant irgendwie so ein Spiel gespielt hat. Manhunt war das. Bestimmt. Manhunt ist ein geiles Spiel. Also Männerhand, der hat masturbiert. Nee, was? Manhunt, ich glaube, das darf man nicht, man darf nicht sagen, dass Manhunt gut oder schlecht ist. Oder man darf es nicht, wenn man eine offizielle Redaktion ist oder so. Ist auf jeden Fall in Deutschland verbotenes Spiel. Was war, ach so. Weil man da, also Manhunt, Menschenjagd, also ja. Aber mein Gott, ey, das Spiel sieht so scheiße aus heutiger Sicht. Egal. Wir haben noch ein großes, wichtiges Thema, was ich ansprechen wollte. Ich glaube, Manhunt war sogar von den gleichen Machern wie GTA, wenn ich gerade nicht ganz falsch liege. Ich glaube, es war auch von Rockstar. Ach, ich glaube, noch nie gehört tatsächlich. Egal. Ja, was haben wir für ein wichtiges Thema? Jan Böhmermann. Okay. Wollte SPD-Vorstand werden. Hatten wir das nicht letzte Woche schon drin? Ja, dass er es wollte und es ist ja das durch. Er darf halt nicht Vorstand werden. Oh. Das wurde ja zum Sonntag entschieden. Und ich habe persönlich mit dem Herrn Daniel Kratsch korrespondiert, Alter. Dem SPD-Stadtrat hier in Weimar. Ihr habt euch ja versöhnt jetzt, oder? Wir haben uns versöhnt. Ich habe Goethe in Real Life gemacht und da ist er auch drin zu sehen. Und er hat sich fotografiert. The one and only Peter Kleine. Er war auch da. Ich als Goethe mit der Wodkaflasche gebe Peter Kleine die Hand. Einen Shot fürs Leben. Oh, hast du ein Foto gemacht? Irgend so eine andere hat ein Foto von uns gemacht, aber ich war ja mit Videokamera unterwegs. Also er ist im Video. Ich habe nur gesehen, dass Daniel dich fotografiert hat und das als Story geteilt hat. Ja. Und ich dachte mir, jetzt ist doch die große Versöhnung. Und ich habe ja nichts gegen ihn persönlich, aber die Lyrics, die er schreibt, sind halt schon 4. Klasse-Niveau. Ja. Sorry, Daniel. Ja, ich finde ihn auch persönlich, wir haben uns noch nie kennengelernt persönlich, also wir haben uns mal gesehen und auch schon geschrieben miteinander, aber wir kennen uns noch nicht persönlich. Ich finde ihn auch nett bisher,
aber auch ich kritisiere ihn auch eher musikalisch, aber nicht persönlich. Jedenfalls habe ich ihn gebeten, dass er bitte sich darum kümmern soll, dass Böhmi Vorstand wird. Und er hat mir versichert, wir geben alles. Das heißt, der Kreisverband Weimarer Land von der SPD hat versucht, Böhmi hoch zu pushen, aber hat nicht funktioniert. Na gut. Leider. ApoRed wurde dazu gesperrt. Auch nochmal kurz erwähnt. Weswegen? Keine Ahnung. Jetzt ist sein Kanal auch wieder da, aber es sind keine Videos mehr drauf. Ich vermute, er hat wieder eine Anzeige und hat erstmal provisorisch alle Videos runtergenommen. Hat er ist jetzt nur Spekulatius. Hat er eigentlich auch einen Fußfetisch? Wo wir gerade bei Weihnachten langsam sind. Hat er nur einen Fußfetisch oder nur einen Schuhfetisch? Beides. Ja, dieses hässliche Yeezy-Ding, Alter, das ist die bescheuertste Scheiße. Also, wenn man was sammeln kann, ja, gibt es vielleicht andere Sachen. Magic-Karten zum Beispiel. Magic-Karten, ja. Oder Straftaten. Aber der hat ja einfach nur eine Wand, wo 100 solche hässlichen Yeezy-Schuhe, die erstens hässlich sind und zweitens, ich meine, jetzt darf ja jeder machen, was er möchte, ne? Aber das entzieht sich mir gänzlich. Warum soll man 100 Schuhe zu Hause haben? Frauen wurden früher dafür noch diskriminiert, dass sie viele Schuhe haben, ne? Wo ist die Zeit hin? Richtig, ja, wenn es ein Mann macht, dann ist es wieder in Ordnung. Frage an die lieben Schuhsammler hier draußen an den Hörbolzen. Wie ist das denn eigentlich? Müsst ihr dann auch die Schuhe, die ihr sammelt, in euren Größen kaufen? Oder ist die Größe dann irrelevant? Stimmt. Das würde ich gerne mal wissen. Und tragt ihr die Schuhe auch? Und steht ihr morgens auch vor diesem Ding davor und überlegt dann wirklich, vielleicht trägt er sie ja wirklich mal und stellt sie, aber dann wären sie ja schmutzig und benutzt. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Egal. Und riecht ihr auch dran? Der ist gelöscht, der Opfers. Riecht ihr auch dran? Ich hoffe. Frage an den Schuhen. Nun, ich habe noch eine richtig witzige Story. Ja. Also ist jetzt an sich nicht so witzig, aber die Vorstellung fand ich ganz witzig. Der Vizepräsident Mike Pence, muss ich gerade überlegen, Vizepräsident der USA, ja. Der war auf Island, ist da mit seiner ganzen Entourage angereist, über 250 Leute, 20 gepanzerte Trucks und 6 Helikopter und ein B-2, das ist so ein Kampfjet oder sowas, glaube ich, kam da an. Auf Island, kleines, verkacktes Inselchen, wer es nicht weiß, zu einem großen Treffen. Und der Boss von Island, ja, kommt auf dem Fahrrad an, alleine. Ja. Und dieses Bild, ja, ich habe es leider nicht gesehen, das aber diese Statement, Vorstellung, ja. Es ist so fucking witzig. Und der Typ scheint auch echt cool zu sein. Also das ist der Bürgermeister von Reykjavik. Die machen dann so Handshake und Fotos und so. Und er hatte da so eine Regenbogenkette um. Das hat er auch schon, als er Putin getroffen hat. Ah, krass. Also finde ich ganz witzig. So kleine Sachen, Statement. Wir hatten das ja neulich mal mit der Queen, dass die da so ein Accessoire um hat, was für irgendwas steht. Für wahrscheinlich irgendwas. Was, ich bin alt. Was Obama ihr geschenkt hatte, genau. Ah, genau, das war's. Ich dachte, es ist so ein Relikt aus ihrer Jugend vor 200 Jahren. Nee, nicht ganz. Ja, das fand ich an sich ganz interessant. Ja, ansonsten gab es noch das Gerücht, dass Jo Olli niedergestochen wurde. Das ist relativ groß gewesen, obwohl, soweit ich weiß, ist das nicht der Fall. Aber war nicht so, ja. Jo Olli ist ja, hatten wir auch schon ein paar Mal berichtet, so ein geiler Dude. YouTuber auch, ne? Der immer so mit so 14-jährigen Post. Ich sag nach wie vor, meine Theorie ist, da läuft alles mit rechten Dingen zu und er macht das einfach nur, um zu provozieren. Ja. Der hat eigentlich nicht wirklich was mit denen und die Leute, die er vielleicht dann mal an den Arsch fest. Die sind dann vielleicht 16 und dann darf er das so. Er ist natürlich weiterhin nicht cool, so, aber ich glaube, dass da nichts irgendwie gesetzlich Verwerfliches dabei ist. Und er macht es genau, weil er weiß, dass die Leute übelst auf abtriggern. Aber man hört in der letzten Zeit nichts von ihm und deswegen gab es jetzt das Gerücht, es war so ein gefakter FAZ-Artikel, YouTuber niedergestochen mit, was weiß ich, 10 Stichen. Die FAZ sogar? Ja, ist ja ein Fake. Also es war ein Screenshot von einem Artikel, den es nicht gab. Ah, ach so. Ja. Aber man hat halt wirklich länger nichts von ihm gehört, also wer weiß, vielleicht ist da wirklich was passiert. Ich verstehe nicht, was man mit so einer Fake-Meldung erreichen will. Keine Ahnung, Aufmerksamkeit, also weiß ich nicht. Machen wir auch mal, oder? Ja, eben, müssen wir halt auch mit dir so, Weimar YouTuber abgestochen. Tot. Ja. Überleg doch mal, wenn, von Podcast-Partner. Wenn irgendwie auf einmal 1000 Leute deinen Scheiß teilen und du lachst dir zu Hause ins Fäustchen, ich kann mir schon vorstellen, dass das ach so, ja so doch, das ist witzig. Ja, das auf jeden Fall mit Jo Olli. Und ganz schön war noch der Besuch von Axel Voss auf der Gamescom, den ich jetzt gesehen habe. Ich habe davon auch noch gar nichts gesehen. Und er versteht nicht, was man von Let's Plays hat, wie man anderen Leuten beim Spielen zuguckt. Da bin ich aber mit ihm völlig einer Meinung. Naja, also ich weiß nicht, das kommt immer von so Leuten,
die dann zur Fußball-WM auch zu Hause sitzen und anderen Leuten beim Fußballspielen zugucken. Ist doch das Gleiche, oder? Nee. Moment. Also, ich gucke ja echt nur Fußball, wenn WM ist oder EM. Hm. Da ist ja aber nicht die Faszination, oh, Fußball ist so geil oder dieses Spiel ist so interessant, sondern da geht es gerade gefühlt um etwas und die Welt hält ein Stück weit den Atem an. Das ist ja auch der Grund, warum da die Gesetze immer heimlich durchgewunken werden, weil es interessiert sich ja dann halt keiner mehr für den Alltag. Das ist eine gute Sache. Sondern es ist so, es ist super. Es ist so wirklich, alle denken gerade, oh, es ist alles scheißegal, das, was ich gesagt habe, hier unteilbar. Heute sind wir nicht links oder rechts. Heute sind wir alle Deutsche, denn wir wollen, dass Manuel Neuer unseren Kasten verteidigt, wenn die Ausländer kommen. Ist halt wirklich so. Ich mag dieses richtig. Gefühl halt einfach und da geht es halt um was. So, deswegen kann ich auch nachvollziehen, wenn man vielleicht irgendwie bei einem Videospiel so eine Weltmeisterschaft und so guckt. Und ich kann es ja auch nachvollziehen, wenn man Gronkh dabei zuguckt, weil man Gronkh mag. Aber an sich, ja, erstmal das Ding an sich, jemandem beim Spielen zuschauen, das gibt mir auf jeden Fall gar nichts. So, dann spiele ich es halt lieber selber, wenn mich das Spiel interessiert. Ja, bei mir ist es auch eher selten der Fall, dass ich Let's Plays gucke. Also eigentlich gar nicht, außer von Spielen, von denen ich die Konsole nicht habe und ich es mir gerne angucken würde oder von Spielen, die ich früher auch gespielt habe, um zu gucken, was ich damals so verpasst habe, was ich nicht hinbekommen habe oder an Sachen, die ich mich nicht mehr erinnern kann. Ich glaube, für mich ist das bei Let's Plays einfach das Unattraktive, dass die so unbearbeitet sind und es da keine Aufbereitung quasi ist. Also ich schaue mir ja doch mein Lieblingsmedium, Metal Gear Solid 3, ich habe mir übrigens vorgenommen, das in jedem Podcast jetzt mal irgendwie einzubringen. Mach das. Da schaue ich mir auch gerne mal an, wenn Experten oder irgendwelche übelsten Hardcore-Nerds nach Jahren nochmal die eine Sache finden, wie du ein Level oder einen Abschnitt schaffen kannst, was du gar nicht wusstest. So. Ich habe nie gewusst, ich habe vor einem Monat habe ich erfahren, dass du Leuten, die betäubt sind, kannst du die Kniescheiben zerschießen und dann können die nicht mehr aufstehen. Wenn du denen dann auch noch... Das klingt jetzt ein bisschen härter, aber es ist ein geiles Spiel. Wenn du denen dazu noch das Funkgerät zerschießt, liegen die quasi einfach rum. Du hast sie nicht getötet, um die Challenge zu kriegen, hey, besieg das Spiel, ohne jemanden zu töten. Hast du geschafft. Und sie liegen aber rum, können nicht aufstehen, können niemanden Hilfe rufen. Das sagt dir halt niemand. Und solche kleinen Sachen sind halt millionenfach in diesem Spiel. Und deswegen ist das so genial. Und da schaue ich mir natürlich dann gerne mal an, wenn irgendwelche Experten mir sowas sagen können oder so ein Video, ne? Was weiß ich, Easter Eggs oder Lifehacks. Ja, das ist eh viel spannender, das stimmt. So, aber wenn einer da ungeschnitten durchläuft und irgendwie Scheiße erzählt, immer, ja, ich war neulich campen und es war ganz gut und oh, jetzt ist hier gerade ein Game. Ja, es kann unterhalten, es kommt auf die Person an. Schaue ich mir aber lieber eine hochwertige Serie an. Also Zeit ist kostbar, liebe Leute. Oder ein Video von Nosferatu TV. Ich habe gehört, da gibt es ein neues. Gamescom 2019 wurde geprägt. Sehr empfehlenswert. Das längste Nosferatu-Video aller Zeiten, wenn man von den Zusammenschnitten absieht. Ist das so? Ja, ist wirklich so. Also auf dem Hauptkanal schon. Ich mache ja dann Zusammenschnitte immer jedes Jahr, so am Ende des Jahres. Dies, das hier alles zusammen, anderthalb Stunden so. Aber Einzelvideo, das ist das längste. Ach nein, das freut mich voll. Mich erst. Und die Zuschauer auch. Also wir haben noch 3 Minuten Zeit. Wir müssen jetzt Woche resümieren. Also für mich war die Woche viel. Also vielleicht keine 7, aber eine 6,5 auf jeden Fall schon. Die haben wir sehr oft, ne? Die 6,5. Ich habe das Gefühl, die 7 ist viel. Deswegen habe ich die 7 jetzt bewusst nicht genommen. Ja, ich bin... Ich mach mal so eine Statistik. Haben wir das von Anfang an gemacht? Ja, gell? Ja. Jeder Podcast nee, so? Nee, nicht ganz. Wir haben bei Folge 10 angefangen oder so. Ich glaube, die ersten 10 haben wir das noch nicht gemacht. Du kamst mit der Idee erst später. Oder die ersten 5 oder so haben wir es nicht gemacht. Ich höre mal rein, ist ja zum Glück immer am Ende, da dauert das nicht so lange. Ich höre mal rein und mache dann mal so eine Spannungskurve fürs Jahr quasi. Gute Idee. Das ist geil, ja. Oder warum mache ich das eigentlich? Das können auch die Zuhörer machen, ich bin zu faul. Richtig, wollte ich gerade sagen. Also ich gebe eine 6. Ja, eine 6. Machen wir 6, 2, 5. 6, 2, 5. Das hatten wir noch nie. Machen wir was ganz Ausgebufftes hier. Voll verrückt. Ja, waren ja schöne Sachen, so mit diesem CSU-Video und so. Die Schule hat wieder angefangen. Richtig. SPD-Vorsitz. Ja. Und noch ganz kurz, die Haribo, die verkaufen jetzt auch einfarbige... Wow! Endlich kann ich die Weißen ignorieren. Richtig, gegen die Multikulti, den Multikulti-Wahn. Kann man jetzt endlich nach Rassen kaufen, endlich. Ja. Der Rechtstrend wurde quasi gehört von Haribo. Das sollten die mal in der Fußballnationalmannschaft machen. Da würden nur noch 2 Deutsche auf dem Rasen stehen oder so. Also Urdeutsche. Biodeutsche, ach stimmt. Ich würde gerne noch eine eigene Sache anwerben, und zwar die neue Serie, die neue Zeit auf ZDF.
Da geht es um Bauhaus und so, okay, und Walter Gropius. Und da bin ich in 2 Folgen zu sehen. Oh, Timo. Also mindestens. Ich habe jetzt nur die ersten 3 gesehen. Und in Folge 1 sieht man mich ganz kurz, wie ich halt mich immatrikuliere. Und, also nicht ejakuliere, immatrikuliere. Das sieht dein Tinder-Date heute Abend. Ich hoffe auch. Und am Mittwoch, nicht am Mittwoch, in der 3. Folge meine ich, komme ich auf Mittwoch, da sieht man mich richtig oft. Aber sie haben sämtliche Szenen, wo ich und meine, wir waren so eine Kommunistengruppe quasi, haben wir gespielt. Wir hatten so viel Text, wurde alles rausgeschmissen. Und da habe ich den Regisseur mal angesprochen drauf. Spricht das für eure Schauspielleistung? Nee, ich hab dann die Produktion angesprochen und die meinten, dass es einfach wegen dem Flow und so war und wegen der Geschwindigkeit. Und ich hatte ja 12 Drehtage und davon wurden irgendwie nur die Hälfte wurde reingebaut irgendwie. Und auch die ganz krasse Szene. Doesn't matter, got money. Ja, also es war gut bezahlt, ja, deswegen bin ich ja nicht böse drüber, über die, dass wir gedreht haben. Aber vor allem die Szene, wo ich mich erkältet habe, ja, wo ich dann mit Socken und Nachthemd bekleidet über so Pfützen gerannt bin und dann mich erkältet habe zu meinem Geburtstag, das haben sie nicht reingemacht. Assis. Also haben sie völlig rausgeschnitten, diese Szene. Assis, ja. Verklag die, hol noch mehr Geld raus. Ja, würde ich gern tun. Also die neue Zeit auf... Was war das, ZDF? Die neue Zeit auf Arte, ZDF, genau. Ich verklag die, Arte, ZDF macht mich Mediathek, krank. Genau. ZDF macht mich krank, Rundfunkgebühr macht mich krank. Vielleicht ist jetzt die Musik schon, ich habe es nicht ganz... Also es kann doch sein, dass wir 13 angefangen haben. Ich sage jetzt einfach noch, der Amazonas brennt immer noch, liebe Leute. Mhm. Auch wenn eure Aufmerksamkeitsspanne wahrscheinlich jetzt vorbei ist, auch die insgesamt weltweite Aufmerksamkeitsspanne, was Amazonas angeht, ist einfach überdehnt. Sowieso. Weil, ach komm, eine Woche kann ich da mal ein bisschen Tumult machen, aber im Endeffekt... Nach der 2. Woche interessiert das keinen mehr. Keine Sau. Brennt weiter, aber innerhalb von Brasilien ist die Approval Rate von Bolsonaro sehr stark gesunken. Das ist doch mal was. Und die ganzen Ureinwohnerstämme haben sich zusammengeschlossen und wollen jetzt irgendwas machen, keine Ahnung. Gehen vielleicht zum Parlament und machen so Uga Uga und hoffen, dass es funktioniert dann. Oder köpfen die einfach. Ja, genau. Rauchen eine Friedenspfeife mit Bolsonaro und schmeißen die dann nach hinten und dann zünden sie den nächsten Wald an. Was auch brennt, ist der Brennpunkt Internet, liebe Leute. Ja. Hören Sie rein. Ich glaube, das war's an dieser Stelle. Ich denke auch. Ja. Mehr hat die Woche nicht zu bieten gehabt. Ja. Muss man auch mal so festhalten. Gut, dann verabschieden wir uns jetzt aber mal wirklich und sagen auf Wiedersehen, sagen kauft den Hörerwunsch, sagen danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören, danke für eure Post und auf Wiedersehen. Bis bald, ciao.